Mein Name ist Peter Ott. Ich bin Studiendekan und leite den Studiengang Mechatronik und Robotik. Im Studiengang Mechatronik und Robotik forschen wir an interessanten Themen, beispielsweise Radarsensorik nutzbar zu machen für die digitale Produktion oder für Roboter. Mein Name ist Timo Hufnagel, ich bin Professor für Technische Mechanik und Robotik. Ein Forschungsprojekt davon ist im Bereich der kollaborativen Roboter. Da geht es um Mensch-Maschine-Interaktion. Es geht im Wesentlichen darum, zum Beispiel Lithium-Ionen-Zellen in einen Zellhalter zu montieren. Wir wollen diesen Prozess automatisieren. Wir wollen dem Menschen einen Roboter zur Seite stellen und daran forschen, wie er am besten mit dem Roboter interagieren kann. Das macht den Studiengang Mechatronik und Robotik so interessant. Mein Name ist Benedikt Bauer. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Otto-Rettenmeier Forschungslabor. Betreue hier Studierende aus dem Studiengang Mechatronik und Robotik bei Themen wie Automatisierungstechnik, Industrie 4.0, wo wir versuchen, Augmented Reality zu benutzen, um die Bedienbarkeit von Fabriken zu verbessern. Vor allem im Bereich mobile Roboter ist es super, dass wir so Systeme wie Lego verwenden können, wo die Ingenieure der Zukunft durch Spielen lernen können, wie die Kinematik von solchen Systemen funktioniert und die dann nachher im professionellen System implementieren können. Unsere Absolventen in der Mechatronik und Robotik haben hervorragende Berufschancen. Die sind ja so breit ausgebildet, dass da ein ganz breites Spektrum an Branchen zur Verfügung stellt. Beispielsweise Medizintechnik, automatisiertes Farmen oder auch in der Landwirtschaft Drohnen, die beim Ernten helfen und natürlich das ganze Thema Automatisierungstechnik, Digitalisierung in der Industrie. Für diese Bereiche sind unsere Absolventen sehr gut ausgebildet und dort werden die benötigt. Die haben damit ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten.